Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist halt wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, wir machen heute was Cooles. Wir bauen nämlich ein Kätzchen und das Kätzchen wird geteilt. Das heißt, ich baue eine Hälfte vom Kätzchen und du baust eine Hälfte vom Kätzchen. Und dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Also, eine Katze hat ja eine linke Seite und eine rechte Seite, also auch ein linkes Auge und ein rechtes Auge. Und ich baue hier die rechte Seite von der Katze und Epic baut hier die linke Seite von der Katze. Und das wird auch richtig lustig, weil wir ja gar nicht wissen, wie das andere aussieht. Welche Farben zum Beispiel der Epic benutzt, welche Farben ich benutzen werde, wo auch der Kopf ist. Stell dir mal vor, ich baue den Kopf hier hin und du baust den Kopf, naja, da unten hin und ganz klein oder andersrum. Oh, das wird so interessant. Und falls ihr es immer noch nicht so ganz versteht, ich glaube, spätestens am Ende werdet ihr sehen, was wir meinen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Und diesmal dürfen wir auf keinen Fall spicken, weil dann gehen wir uns, naja, die ganze Überraschung nehmen. Das heißt, okay, Epic, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt erstmal Blöcke zurechtlegen und fangen dann an, die Katze zu bauen. Und am Ende wird dann halt hier die Wand entfernt und wir rücken die Katze zusammen, weil hier natürlich sonst ein Block fehlt. Und dann wird es richtig lustig aussehen. Oh, das stimmt, Katze. Ich bin wirklich schon richtig doll gespannt. Und weißt du schon, naja, aus welchem Block du deine Katze bauen wirst? Nein, weiß nicht. Also man könnte eine graue Katze bauen oder eine schwarze Katze. Aber das sage ich dir natürlich nicht, weil es wird ja umso lustiger, ob ich grau oder schwarze baue. Und jetzt hör hier mal auf, mit Eiern oder mit Schneebällen zu schmeißen. Das geht gar nicht. Ha, nicht gucken. Ich habe nicht geschaut. Ich habe es genau gesehen. Ich fange jetzt an, meine halbe Katze zu bauen. Und es wird so doll lustig, weil wir bestimmt nicht mehr die gleichen Größen von der Katze nehmen. Nein, sicherlich nicht. So nice. Oh Gott, okay, warte mal. Okay, ich baue ja... Okay, warte mal. 8x8 wäre so ein Katzenkopf hier eigentlich. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Keine Ahnung. Ich mache einfach mal, wie ich denke. So und so. Und das wird bestimmt... Oh! Hey, ganz Katja! Gut aussehen. Sorry. Du bist ein Spicker. Tut mir leid. Nein. Okay. Hör auf. Okay. Und Katja, man muss auf jeden Fall immer dran denken, dass man nur eine halbe Katze baut und keine ganze. Ja, stimmt. Also hier kommt ja auch nur ein Auge dann hin zum Beispiel. Ich mach mal schwarz. Oder man könnte sie auch blau machen, die Augen. Das wäre auch, glaube ich, ganz lustig. Vielleicht könnte man so ein schönes hellblau nehmen. Aber macht das überhaupt Sinn? Vor allem, man braucht ja auch noch... Oh Gott, ich brauche erstmal pinke Wolle und muss hier noch Katzenöhrchen machen und alles. Ui, 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 okay. Dann kommt hier das Katzenöhrchen hin. So und so und so und so. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich mal gucken. Wie machst denn du die Öhrchen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Oh, oh. Oh, das sieht aus wie eine Maus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird so lustig, Katja. Okay. Ich bin so doll gespannt, wie deine Hälfte aussehen wird. So und so. Ich mach gerade so die Augen. Mhm. Oh, das sieht so süß aus. Oh. Die Augen? Okay. Und zack, zack und zack und zack. Dann mache ich das so. Ich hoffe, na, der Kopf ist nicht zu groß. Das wäre ganz wie, egal. Der Kopf ist zu groß bei dir vielleicht? Oh Gott, oh Gott. Das darfst du nicht machen. Das ist verboten. Moment mal so. Oh, der ist viel zu hoch. Oh nein, nein, nein. Das kannst du gar nicht gut. Ich glaube, ich mache den so hoch. Und dann mache ich hier schon die schönen Öhrchen hin. Okay, bei mir kommt schon der Körper hin. Und der Körper ist ja eigentlich... Ich kann es gar nicht gerade einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen. Hä? Also... Nee, what? Ach man, okay, warte, vielleicht mache ich hier nochmal ein paar... So, vielleicht mache ich hier nochmal ein paar Wimpern hin, das wäre vielleicht ganz cool. Okay, ich mache jetzt hier gerade den Körper und das sieht richtig doll weird aus. Och man, wie baust du denn gerade? Ich mache gerade den Kopf und ich bin mir gar nicht sicher, wie ich den Körper machen soll. Ich weiß auch nicht, ich habe hier gerade einen Hals und das sieht maximal komisch aus. Vielleicht mache ich... Machst du einen Hals? Haben Katzen hell... Ja, haben sie, aber... Moment mal. Okay, ich habe jetzt schon mal den Kopf, damit bin ich schon mal fertig. Aha. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wo hier der Körper hin soll. Ich glaube, mein Kopf ist viel zu groß. Oh nein. Warte, wie viele Blöcke lang ist denn dein Kopf? Also die Breite. 8. 8? Ja. Was? Das ist ein ganzer Kopf, Epic. Ich habe, meiner ist 3. Meiner ist 3 lang. Hä, hey, das ist viel zu groß. Was baust du denn da? Das ist viel zu groß. Oh nein. 8. Hä? Aber du hast ein Auge nur, oder? Nicht 2. Oh. Ich habe jetzt ein Auge.
Hattest du zwei Augen? Vielleicht. Oh nein, was machst du denn? Du darfst doch nicht der ganze Katzi bauen. Du musst eine Hälfte bauen. Ey, das sieht so schlimm aus. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn wir das zusammenrücken. Oh, warte, wer macht den Schwanz? Jeder die Hälfte. Echt? Ja. Okay. Oh nein. Okay, so und so. Katja, meine Katze ist jetzt etwas kleiner geworden insgesamt. Das ist gut, also keine 8. Oh Gott, das sieht so schlimm aus. Ja, ich hab keinen Hals gebaut. Das sieht aus wie eine Maus. Oh, Moment mal, okay. Wir brauchen einen Mund noch. Ja, einen Mund habe ich. Okay. Mund habe ich. Ich habe auch jetzt einen halben Mund. Das sieht so schrecklich aus. Ach du Jemine. Nein, wie soll ich den Mund denn bauen? Okay, also Kater, mein Mund ist weit unten, ja? Ja. Okay, das war ja, ja, genau. Sehr gut. Also der ist schon weit unten. Bei mir ist der auch weit unten. Okay, hast du auch Schnurhaare gebaut? Nee. Sollte ich das tun? Mhm, ich habe Schnurhaare. Okay, dann mache ich auch Schnurhaare. Hä, wo machst du die denn hin? Naja, auf die Seite. Auf die Seite? Okay, warte mal, dann kommt... Ja, aber ich hab Wimpern. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ja, okay. Ja, nee, ich hab Schnurhaare. Und es sieht ein bisschen doof aus insgesamt. Okay, ich fange jetzt mit dem Körper an. Okay, ich mach die Wimpern weg. Okay. Ich hab Schnurhaare. Gehen deine Schnurhaare nach oben oder nach unten? Auf die Seite. Ach, einfach nur auf die Seite. Wie so ein... Sieht aus bei mir wie so ein... Keine Ahnung, als hätte so ein Bart die kleine Katze. Moment mal. Oh, nee. Hast du schon die Beine gebaut? Ja, habe ich. Ah, okay. Ich baue jetzt gerade die Beine. Das sieht aus wie eine Ratte von der Seite. Das sieht aus wie eine Maus. Oh, nee. Oh, nee. So und so und so. Da baue ich hier auf jeden Fall ein Bein. Zack, zack. Und vorne braucht die Katze ja auch noch ein Bein. Oh, oh. Ja, genau. Ich habe hinten und vorne. So. Okay, dann kommt hier auch noch ein Bein hin. Das kommt ganz genau hier hin. Das sieht aus wie eine Maus. Leute, von der Seite sieht es doch hundertprozentig aus wie eine Maus. Es ist doch niemals eine Katze. Oh Gott, das wird... Nein, das wird nichts. So, und so, da kommt hier noch ein Beinchen hin. Oh je. Ich weiß gar nicht, was ich noch bauen soll, um ehrlich zu sein. Aber es sieht so schlimm aus. Okay, dann baue ich hier den Schwanz noch hinten dran. Der kommt ganz genau hier hin. So und so. Ich glaube, das sieht ganz süß aus. Vielleicht mache ich den noch ein bisschen größer insgesamt. Ja, vielleicht so. Wie sehen deine Augen aus? Die sehen ganz süß aus. Ist es nur so ein Auge oder ist es so mit zwei verschiedenen Farben? Lass dich überraschen, Katja. Oh je. Ich weiß echt nicht, ob ich das so lassen kann. Also es sieht wirklich schon sehr, sehr schlimm aus. Und zack, und zack, das und zack. Das wird was, das wird was. Okay, Katja, ich bin fertig. Okay, ja... Ich bin auch fertig. Okay, Epic, warte mal. Dann würde ich sagen, kannst du jetzt rüber zu meiner Hälfte kommen und dir, naja, meine Hälfte von der Katze ansehen. Ich bin so gespannt, wie es aussehen wird. Oh nein. Hallo! Hallo! Okay, warum bist du so weit weg? Wie groß ist deine Katze? Kann ich mich umdrehen? Ja. Das ist meine Hälfte von der Katze. Oh Gott. Aber die sieht ja so süß aus, deine halbe Katze. Oh nein, Katze. Was hast du gebaut? Oh nee. Darf ich bitte den Partner wechseln beim Bauen? Danke. Ey. Sieht das echt gut aus? Das sieht ein bisschen aus... Sieht es nicht ein bisschen aus wie eine Maus, so von der Seite? Das stimmt, aber ich finde... Man kann es aber auch als Katze erkennen. Das ist wirklich so süß, vor allem mit dem Fell und den weißen Füßchen. Hier ist was falsch, so. Und Kater, soll ich dir was verraten? Ja. Wir haben fast sogar die gleiche Augenfarbe. Oh, sehr nice. Okay, dann wird auf jeden Fall unsere Katze da gut zusammenpassen. Dann würde ich sagen, kann ich rüber zu dir und naja, deine Hälfte von der Katze ansehen? Ja. Oh, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und zack. Okay, du kannst dich umdrehen. Und... Hä? Hä? Was hast du denn hier gebaut? Warte mal, ich will auf jeden Fall... ja, also die Schnurhaare sehen ganz gut eigentlich aus, aber es sieht halt schon, wie hoch ist deine Katze denn bitte, was?
Oh Mann, oh, und nein. Schau mal, Katja. Meine Katze sieht fast aus wie Pikachu. Vor allem mit dem Schwanz hier hinten noch dran. Stimmt. Komm mal, guck mal, von der Seite sieht deine Katze auch aus wie eine Maus. Oh, das stimmt. Wegen den Ohren. Katja, meine Katze ist hier in einem kleinen Körbchen sogar drin. Oh, wie süß. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, naja, wenn wir unsere beiden Seiten fusionieren, muss man auf jeden Fall das hier auch noch bei mir hinbauen. Und wir gehen auch noch ein paar kleine Einzelheiten verändern. Und warte mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal alles zusammen und zeigen dann das Endresultat. Okay, Epic, wir haben jetzt unsere beiden, naja, Katzenseiten zusammengeschoben, noch ein paar kleine Änderungen gemacht. Und warte mal, soll ich jetzt den Zuschauern zeigen, naja, wie die Katze dann aussieht am Ende? Oh ja, auf jeden Fall. Das ist so lustig. Okay, Leute, passt auf. Die Katze sieht nämlich so aus. Oh nein, das sieht richtig doll lustig aus. Wir haben einfach zwei komplett verschiedene Katzenseiten gebaut. Meine ist grau, deine ist rot. Guck mal, wie krass deine Schnurhaare sind. Und meine sind einfach nur so ein bisschen da. Und vor allem, ich musste hier nochmal ein bisschen meine Katze höher bauen, weil deine ist riesig. Und naja, hinten, das passt auch nicht wirklich ganz zusammen. Das Einzige, was wirklich, wirklich gut ist, sind eigentlich unsere Augen, weil die passen farblich fast zusammen und ja, fast auf derselben Ebene sind sie auch. Aber unsere Katze sieht so, so lustig aus und ja, ich glaube, wenn die wirklich rumlaufen würde, wäre das richtig, richtig süß. Oh, das stimmt. Ach Mann. Und schau dir mal die Öhrchen an, Katja, dein Ohr ja. Ist hier oben. Oh, ihr müsst euch wirklich vorstellen, so sieht jetzt die, naja, letztendliche Katze aus und das ist so, so lustig. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr unsere, naja, Katze findet jetzt letztendlich. Au, aber ich finde, die ist wirklich eigentlich ganz gut geworden. Dafür, dass wir sie wirklich blind gebaut haben und niemand wusste, was der andere baut, ist es echt ganz nice. Oh, das stimmt. So cool. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.